Willkommen zurück zu Folge 17 von The Twilight Princess. Wir befinden uns immer noch in der Mine der Goron, haben da fast alles abgeklappert, bis auf zwei Schatztruhen. Lasst euch nicht verwirren, die hier oben und die hier unten sind jeweils rote oder purpurne Rubine, purpurne waren's, die nicht mehr in unser Inventar passen, weil wir zu reich sind. Hey, diese hier und diese hier kann ich mir aber noch einsammeln. Und ich werde jetzt mal gucken, wie das funktioniert. Und zwar, ich habe nämlich so eine Theorie. Ich muss nämlich, denke ich, auf dieses Teil hier. Und ich muss jetzt irgendwie schauen, dass ich da ein bisschen intelligent rangehe. Zum Beispiel so. Nee, sowas war so nicht, nicht geplant. Ich habe mich gerade entschieden, wir machen mal die andere Seite zuerst. Man muss da irgendwo hinkommen, oder? Vielleicht kommt man von da hin. Ich check das mal aus. Vielleicht gibt's einen Weg. Also das müsste doch theoretisch... Hier sieht's doch, oder? Nee. Mal sehen, was es hier so gibt. Ich weiß auf jeden Fall, dass es... Ah, da hinten hätte ich halt einfach mal einsammeln können. Na, sowas aber auch. Es ist ein bisschen schwierig, weil dieser Magnetscheiß ganz gerne mal umspringt. Was mir persönlich nicht ganz so viel Spaß macht, wenn ich ehrlich bin. Ja. Dann starten wir unserem Kompaniero nochmal hier einen Besuch ab. Nein. Ich habe die Waffe doch schon. Oh Mann! Meine Güte, was ist denn heute mit dieser Steuerung los? Ich glaube, ich muss mir eine neuen Nunchuck anschaffen. Oder Link mal das Navigieren erklären. Ich habe irgendwie das Gefühl, der rastet ein. So. Dann. Und hier ist wahrscheinlich wieder nur ein Rubin drin, oder? Ein gelber diesmal. Der passt in mein Inventar. Glücklicherweise rein. Hier will ich aber nicht lang. Sondern wieder zurück. Dann gehe ich da doch mal lang. Nach gefühlt ewigem Rumprobieren habe ich dann doch festgestellt, oder nachgelesen, besser gesagt, dass man hier noch nicht hinkommt zum jetzigen Zeitpunkt. Sondern erst später. Dann würde ich sagen, vertagen wir das doch einfach auf später. Wir haben da eh noch ein paar. Vielleicht, wenn wir ein bisschen Ebbe im Portemonnaie haben und das nötige Item uns eingesammelt haben, vielleicht kommen wir dann nochmal hierhin zurück und holen uns das letzte übrige Herzteil. Hey, Kollegen! Da hat wohl jemand was die Rechnung ohne Scharfschützen-Link gemacht. Das stört ihn überhaupt nicht, dass ein Pfeil ungefähr einen Millimeter neben ihm einschlägt. Ja, Smart Link. Nehmen wir mal an, wir werden gleich genügend Pfeile bekommen. Es ist ja immer bei Zelda-Spielen so, dass man die Fähigkeit, die man gerade erworben hat, zum Besiegen des Endgegners benutzen muss. So. Oh, 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 oh. Wenn ich nicht genau gewusst hätte, dass man hier Pfeile bekommt, hätte ich das wohl auch nicht so gemacht.
Ich mag Pfeil und Bogen. Ich mag Pfeil und Bogen sogar sehr. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben Pfeil und Bogen, wir haben die Schuhe, wir haben volle Energie. Dann würde ich mal sagen, ohne weitere Umschweife, davon gab es ja genug, bewegen wir uns doch jetzt einfach mal zum Endgegner. Und dann wollen wir doch mal sehen, was mit Grogor passiert ist. Oh oh. Oh, das sieht böse aus. Gott sei Dank ist er gut gefesselt. Was müssen wir hier wohl machen? Saurons Auge wurde in ihn implantiert. Oh je. Oh mein Lieber. Oh, oh, oh. Flammatron, die flammende Bestie. Grogor hat also scheinbar einen neuen Nickname. Oh, oh. So. Was ist jetzt hier? Aha! Nein, loslassen! Oh, er wird semi-transparent. Der Arme. Okay, das habe ich relativ schnell geblickt, diesmal. Das kann nicht gut für die strukturelle Integrität des Körpers sein. Und das gleiche dann nochmal. Nein, nimm doch. Okay, das hat Gott sei Dank auch geklappt. Loslassen. Und wie überall muss man es vermutlich dreimal machen. Nehmen wir an, jetzt wird er noch schneller. Er wird auf jeden Fall löchriger. Da hat er mich tatsächlich einmal erwischt. Ansonsten, wenn man weiß, wie, hält sich der Schwierigkeitsgrad in Grenzen. Und das war's. Flammatron wurde gerade erfolgreich von mir verkloppt. Jetzt hoffen wir, dass der Goronen-Chef Grogor, der unter dieser furchteinflößenden Maske steht, doch noch zu retten ist. Und unser wohlverdienter Herzcontainer. Und eine ästhetische Siegespose. Dödödüm. Jupp. Gut gemacht. Jetzt hast du schon zwei Schattenkristalle. Ja, ja, schon gut. Zur Belohnung werde ich dir etwas Spannendes erzählen. Santo. So heißt derjenige, der die Schatten über diese Welt gebracht hat. Man nennt ihn auch den König des Schattenreiches. Er ist sehr, sehr stark. Du bist ein Nichts gegen ihn. Danke, Midna. Bisschen mehr Vertrauen in mich, das wäre schön. Aber ich werde Santo niemals als unseren König anerkennen. Und auch nicht, dass die Welt des Lichts von dieser verwöhnten Prinzessin und ihren Verbündeten regiert wird. Nicht, dass ich ihr etwas Böses wollte.
Ich will nur die Schattenkristalle. Alles andere interessiert mich nicht. Bumm. Also gut. Es fehlt nur noch einer. Den findest du doch auch, oder? Und wenn ich es richtig sehe, wir hatten Wald, wir hatten Feuer, jetzt kommt Wasser. Nein! Wasser ist bei Legend of Zelda immer so das Element, was die nervigsten Dungeons hat. Typischerweise werden uns alle an den Dungeon, Wasser-Dungeon aus Wassertempel aus Ocarina of Time. Wunderschön. Aber ihr solltet das Herzteil noch einsammeln. Und mit dem Kollegen Grogor reden. Erstmal das Herzteil, das ist das Allerwichtigste. Nee, Herzcontainer, genau, Herzcontainer halten. 6 Herzen habe ich inzwischen und meine Gesundheit ist wieder hergestellt. So, Grogor, alles fit bei dir. Oh, diese Frisur, wunderbar. Das ist ja mega akkurat geschnitten. Also, im Minen-Dämonentempel hatten sie auf jeden Fall einen sehr, sehr kompetenten Friseur. Was? Wo bin ich? Oh, mein Kopf brummt. So viel Steinwodka gesoffen. Mein Kopf tut so weh, ich kann mich an gar nichts erinnern. Du Riesenbaby. Okay, ansonsten hier haben wir alles, was man haben kann. Ja, ich will weg von hier. Und zwar schleunigst. Das Spiel wird gespeichert. Aber freilich. Und zwar hierhin. Gut. Papa, Papa. Auserwählter Link. Das Land im Norden, jenseits der großen Steinbrücke wird vom Lichtgeist Ranel behütet. Dort wirst du die finden, die du suchst. Wie hieß sie? Das habe ich tatsächlich vergessen. Die Blonde da mit den kurzen Haaren. Die große Schwester von Colin? Mir fällt das bestimmt noch ein. Oder mir wird's gleich gesagt. Link. Oh, Colin. Ah ja, er lebt ja wieder. Ihm geht's wieder gut. Mein Best Buddy ist wieder auf. Ilia, genau. Was ist mit Ilia? Die ist im Norden, hat mir gerade so ein Lichtgespenst gesagt. Du musst Ilia retten. Bestimmt haben die Bösen sie irgendwohin verschleppt. Ich habe diesen Albtraum doch nur ausgehalten, weil ich immer Ilia und dich vor Augen hatte, Link. Und jetzt? Jetzt bin ich wieder in Sicherheit. Du erinnerst dich doch noch, was ich dir damals in Ordon gesagt habe, oder? Ich möchte einmal so werden wie du, Link. Mach dir um mich keine Sorgen mehr. Jetzt musst du Ilia retten. Sei beruhigt. Ich werde auf diese Kinder Acht geben. Du aber solltest zu denen gehen, die dich jetzt mehr brauchen als wir. Dein Anblick erinnert mich an den Helden aus alter Zeit, von dem die Legenden Hyrules berichteten. Oder berichten. Möge der Segen der Göttinnen von Hyrule dich begleiten. Nur Maro hat keinen Bock. Maro möchte mir wahrscheinlich jetzt hoffentlich Bomben verkaufen. Das wäre in der Tat sehr schön, wenn das geschehen würde. Ansonsten sieht Kakariko ja fast schon wieder bewohnbar aus. Man hat keine Angst mehr, über die Straßen zu gehen. Dieses Dorf hat in kurzer Zeit viel durchgemacht, aber jetzt kehrt langsam das Lachen auf die Gesichter der Bewohner zurück. Alle drei. Wen gibt's? Der ursprünglich aus Kakariko stammt doch nur Burns, er und seine Tochter, oder?
Auch Taro geht es endlich wieder besser. Er war ja wegen der Sache mit Colin sehr niedergeschlagen. Ich wollte ihm helfen, aber er ist ganz allein zu diesem Wachposten gegangen. Geh doch mal zu ihm. Er ist meist auf seinem Wachposten hoch über den Dächern von Burns Bombotron. Bombotron! Also irgendwo da oben, jetzt gibt's ja auch Goronen, das ist schön. Das gefällt mir sehr. Aber erstmal geht's natürlich direkt in den Maromarkt. Da ich so reich bin, gucke ich mal, ob der neues Sortiment für mich hat. Ich finde das immer noch gut hier. Kann kaum über die Theke gucken, aber schon dem Kommerz frönen. Hey Link, kaufst du was? Nein. Zeit ist Geld. Also verschwinde nicht meine Zeit, wenn du nichts kaufen willst. Okay. Kaum 4 Jahre alt und schon Turbokapitalist. Das habe ich gern. In jedem Fall. Ja, hier, hallo, ihr Goronen. Wie geht's euch? Alles fit? Vielen Dank, dass du unser Oberhaupt und die kostbare Mine gerettet hast. Jetzt können wir endlich wieder Fragezeichen abbauen. Wir haben den Menschen in diesem Dorf viel Ärger gemacht, da müssen wir jetzt besonders nett sein. Wenn du auf meinem Rücken steigst, schleudere ich dich hoch bis zur heißen Quelle am Hotel. Schön, ja, ach klar, ich meine, ne, also so Angebote muss man annehmen. Einfach mal, um zu gucken, wie es sich anfühlt, mit dem Kopf gegen eine Betontreppe zu knallen. Das mit der zur Quelle beim Hotel schleudern war ein bisschen übertrieben, ne, muss ich jetzt ehrlich mal sagen. Oh, guck mal, da ein kleiner Gorone. Oh, wie niedlich. Und er hat dieses typische Madonna-Gebiss. Puh, so ein heißes Bad vor dem Schlafengehen ist wirklich das Beste, was es gibt. Ich verkaufe abends meine Sachen gegenüber vom Bombenladen. Schau doch mal vorbei. Na, das werde ich auf jeden Fall machen. Und er ist einfach nur happy. Seit du unserem Oberhaupt geholfen hast, können wir auch wieder in dieses Dorf kommen. Mein Sohn und ich haben ein paar Sachen mitgebracht. Wir dachten, nach den Monsterattacken können die Dörfler sie sicher gebrauchen. Am Abend öffnet mein Sohn unten seinen Verkaufsstand. Du solltest ruhig auch mal vorbeischauen. Ja, dann kann ich kaum warten, dass es Abend wird. Aber erstmal brauche ich Bomben, um alles in die Luft zu sprengen. Okay, das hat mir jetzt ein Herz abgezogen, aber Link hat nicht geschrien. Und Verschiebung. Endlich kann man wieder in die Mine. Da habe ich gleich für Burns ein paar Rohstoffe zur Bombenherstellung mitgebracht. Er bittet sie wohl schon wieder zum Verkauf an. Yeah! Du solltest die Sprengkraft von Burns Bomben unbedingt auch kennenlernen. Juhu! Also wenn du das... ich will erstmal... Komm. Ja, sehr gut. Ich will erstmal Bomben kaufen. Zerstörungen, Explosionen, Sachbeschädigungen. Das ist genau mein Swag. Burns Bombotron. Noch nie war ich so froh, in diesem Laden gewesen zu sein. Und jetzt verkauf mir die Scheiße endlich. Oh, hallo? Na, wie wär's? Ich hab alles einigermaßen beisammen. Der Laden läuft also wieder. Nachdem irgend so ein Idiot dein Lager... Obwohl, im Moment habe ich nur eine Sorte, wenn nur das Lager nichts abbekommen hätte. Irgendwer hat das Lager ja in die Luft gesprengt. Wird bald wieder mehr geben. Sieh dich auf jeden Fall in aller Ruhe um. Neue Bombe 1 und neue Bombe 2. Ich will aber die reguläre Bombe. Ja, sicher. Ah ja, also... Ich habe jetzt eine Bombentasche erstanden und ich kann jetzt Bombenpfeile schießen. Er schickt mir demnächst nochmal einen Brief. Sehr schön. Eine Bombentasche. Ich verstehe zwar nicht, wie in diese Bombentasche 15, 20 oder wie viel auch immer ich habe von diesen Bomben der Größe da hinten reinpassen sollen. Aber ich werde jetzt nicht anfangen. Ich habe rund um die Uhr geöffnet. Komm immer, wenn wieder... Ich werde jetzt nicht auch schon anfangen, die logische... Nein, ich will jetzt nicht anfangen, schon das Spiel auf Logikfehler zu überprüfen, weil es ist ja Fantasy. Ja, hier steht keine Fackeln. Das ist soweit. Alles genehm. Und dann würde ich sagen, gucken wir doch mal, was Taro macht. Taro, mein Buddy. Obwohl, nee, gar nicht so ganz sehr. Hat ja immer Colin geärgert. Aber die Information war ja, dass er sich um... Colin sehr viele Sorgen gemacht hat. Also ist das wahrscheinlich einfach nur so ein bisschen Hänseln und was sich gern hat, neckt sich. Ich glaube, da ist doch schon ein bisschen Freundschaft zwischen Taro und Colin, die entsteht. Ansonsten mal diesen Goron runterschubsen. Nee, geht nicht. Oder oben sehen wir ein Portal.
Man sagt, dieses Dorf wurde auch von Monstern überfallen. Die Leute hier haben wohl einiges mitgemacht. Wir waren so mit unseren eigenen Problemen beschäftigt, dass wir euch gar nicht helfen konnten. Das tut uns wirklich leid. Und ihr habt versucht, mich umzubringen, aber hey, water under the bridge. Na gut, ich werde gemeinsam mit dem Zwerg da oben Wache halten, um den Frieden in Kakariko und am Feuerberg zu bewahren. Das ist nice. Ja. Ich steige mal auf deinen Rücken. Ja, das war sehr effektiv. Ja, ja, jetzt. Diesmal schaff ich's. Wenn ich mich nämlich einfach hier umdrehe. Oder ich gehe durch den Haus. Und vergewaltige der Grammatik. Geldsorgen haben wir bei weitem nicht in diesem Spiel. Das ist ganz schön. Okay, und jetzt noch weiter nach oben. Und da wartet dann Taro. Mit den kleinen Stoppelbeinen braucht er aber bestimmt eine Stunde, bis er hier oben ist. Da ist er. Oh, das ist aber unsicher. Hier kein Geländer. Und wenn er hier falsch abstürzt, dann... Oh, wenn er hier runterstürzt, also hier, gibt's Kindermatsch. Ah! Link! Ich halte hier Wache für uns alle. Wenn wieder irgendwelche Monster angreifen, schlage ich laut Alarm. Ach, wenn ich doch nur einen Bogen hätte, dann könnte ich die von hier aus selbst erledigen. Das ist es, Link! Kannst du mir nicht beibringen, wie man sowas macht? Es würde schon reichen, wenn du mir nur zeigst, wie du schießt. Bitte! Ja, super! Da von dem Brunnen steht Maro. Geh am besten zu ihm und zeig's mir von dort aus, ja? Oh, das ging schnell. Da bist du ja. Sag mal, kannst du wirklich mit Pfeil und Bogen umgehen? In Ordon habe ich dich noch nie mit Bogen gesehen. Ich kann alles. Ich bin Link das Multitalent. Naja, egal. Versuche erstmal das da zu treffen. Na, das ist doch ein Kinderspiel. Na schön. Das war natürlich viel zu einfach. Wie wär's damit? Ey, wie ich eben mit allerbester Gütequalität die Goblins gezockt habe. Hey! Hier oben! Als letztes versucht das hier zu treffen. What? Bist du denn des Wahnsinns? Wo bist du denn jetzt hier? Wahnsinn! Getroffen! Du hast getroffen! Einen Meter weiter nach links und ich hätte ihm einen Headshot verpasst. Dieses Kind lebt gefährlich. Danke, Link. Nanu, wenn du dir Mühe gibst, bist du ja richtig gut. Anscheinend hast du schon ein paar Kämpfe erlebt. Nimm das hier. Yeah! Du erhältst ein Herzteil, sammle ein weiteres und du erhältst ein zusätzliches Herz. Wuhu! Und da werden auch meine... HP wiederhergestellt. Oder meine Herzen, mein Herzen-Counter. Gucken, was sonst noch geht in Kakariko. Und da würde ich sagen, wir checken auch mal ein bisschen das Dorf aus, lassen die Episode da so ein bisschen ausklingen. Gucken, gibt es hier noch irgendwo Kids, die ich sprechen kann? Ich will ja nichts links liegen lassen. Da ist auf jeden Fall mein Pferd geparkt. Na komm. Ah, ich habe jetzt die Bomben. Hey, da kann ich nämlich das hier mit wegspringen. Sprengen. Ablegen. In Sicherheit bringen. Und zuschauen. Dumm. Okay. Wir haben... einen Hahn und einen Huhn. Scheinbar. Wichtig, die Legend of Zelda-Reihe. Wer die Reihe nicht kennt, Hühner sind
fucking brutal. Wenn du einen Huhn angreifst und du greifst es wirklich... Oh, was haben wir denn hier? Also du bringst es wirklich zur Weißglut, dann kann es durchaus passieren, dass es dich zurück angreift. Und das ist durchaus ein Problem, weil diese Hühnchen sind so ziemlich die krassesten Gegner, die man im Spiel treffen kann. So, hier ist eine Schatztruhe am Grund des Sees, wo der Lichtkreis drin wohnt. Yeah! Und das weitere Herzteil. Insgesamt 5 Herzteile erhalten und damit einen zusätzlichen Herzcontainer. Und bevor ich hier den Erstickungstod erleide... Ah, hier ist ein Fels, den man wegspringen kann, aber dafür brauche ich wohl... Ja, ich beeile mich. Dafür brauche ich wohl Bomben hier unten für, die wasserresistent sind. Hier. Das sieht mir aus, als könnte ich es wegsprengen, aber noch nicht zu diesem Zeitpunkt. In jedem Fall, das hat sich auch schon wieder gelohnt. Und schön, hier wohnt der Lichtgeist. Und dann haben wir 6 ganze Herzteile. Und dann würde ich sagen, ich sattel, oder hab schon gesattelt, Epona. In der nächsten Folge gucken wir, ob es noch vielleicht die ein oder andere Sache in Kakariko gibt. Ansonsten, unsere Mission ist jetzt, gen Norden zu gehen, um den letzten Schattenkristall zu finden. Und ob uns das gelingen wird, oder was es damit auf sich hat, was unsere Mission sein wird, das werdet ihr in der nächsten Folge, in den nächsten Folgen sehen. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.